Heute bin ich mal wieder am Tölpitzer Schulbienenstand. Wie ihr seht, ist hier unten der Diagnose- oder Varroa-Einschub drin. Den haben wir am 27.08. eingelegt. Und jetzt kann man mal gucken, wie viele Milben da gefallen sind. Doch eine ganze Menge. Es sind jetzt 5 Tage. Und heute werde ich dann endlich mal, besser spät als nie, die Ameisensäurebehandlung starten. Dazu muss ich hier oben die Futtertröge abnehmen und dann den Nassenheider Professional Verdampfer aufsetzen mit der Ameisensäure. Die Ameisensäure soll die Milben abtöten oder möglichst viele Milben abtöten, dass sie dann runterfallen und wir sie tot auf dieser Einlage finden. Genau. Schauen wir einmal nach dem Flugbetrieb. Heute ist Montag, der 31.08. An beiden Völkern wird schön geflogen. Es ist jetzt nicht mehr die ganz optimale Zeit, um nach den Bienen zu schauen. Es ist schon 5:30, also 17.30 Uhr durch. Aber an beiden Völkern wird Pollen eingetragen. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Die Ameisensäure habe ich jetzt eingefüllt und auch schon die Dochte aufgesetzt. Jetzt werde ich das Ganze mal zusammenbauen und dann den Bienen aufstellen. Hier ist also der Docht, der soll sich jetzt vollsaugen mit der Ameisensäure. Ja, ich sehe auch schon, wie sich was tut. Ja, und dann beginnt die Ameisensäure zu verdunsten. 240 Milliliter für 2 Zargen Langstrot fand ich jetzt für angemessen, der Anleitung entsprechend. Und über 10 Tage, 10 bis 14 Tage soll das dann verdampfen. Ich bin gespannt. Einmal anmelden. Futterdruck ab. Dann nehme ich den Deckel zur Seite. Ja. Nicht so viel los. Setze den Zargenring auf. Und setze. Den lassen wir da verdunsten. Und dann sind wir schon gleich fertig. Deckel wieder rauf. Viel zu sehen war jetzt nicht, waren nicht viele Bienen oben. Ist ja auch ganz gut so. Dann alles schön zumachen. Und dann kommt die zweite Kiste dran. Da ist schon ein bisschen mehr los. Gleiches Spiel, Zargenring drauf, Verdunster drauf. So und zu mit dem ganzen Laden. Ja, ein Deckelchen noch drauf. So, muss ich hier noch die Futtertröge fliegen freikriegen. Prinzip fertig.
Ach, wie schön, jetzt kommt die Sonne noch mal raus. Leider von hinten. Jetzt hat sich der Tonfall hier am Bienenstock ein bisschen verändert. Ist ja auch kein Wunder. Wenn man jetzt in einem Ameisensäure-Dampf wohnen soll, ist das ja auch wirklich unangenehm. Aber gegen die Varroa-Milbe hilft nichts anderes. Da müssen sie jetzt durch. Die Bienchen.